Auf der Hypermotion 2017, da ist natürlich auch die E-Mobilität ein Riesenthema. Und ich stehe jetzt hier mit dem Präsidenten des Bundesverbandes der E-Mobilität, mit Kurt Siegel. Hallo, ich grüße Sie. Grüße Sie. Bei uns im Studio, Herr Siegel, E-Mobilität auf der Hypermotion, ich habe es gerade gesagt, ist ein Riesenthema. Was genau erwarten Sie sich hier von der Messe? Ja, wir erwarten uns das, was wir uns schon seit Jahren erwarten. Endlich die Verbindung der einzelnen Player, digital, smart city, smart house, die Verbindungen vom Elektroauto wesentlich weiter gedacht, als wir bisher gedacht haben, bis hin zum bidirektionalen Laden, aber auch den Einbau der intelligenten Kommunikationstechnologie. Also das ist natürlich für Sie hier ganz übergreifend, diese Messe. Jetzt muss man aber auch sagen, die E-Mobilität, die ist, glaube ich, noch nicht so weit, wie Sie es auch gerne hätten. Und das hat auch viel mit der Ökobilanz zu tun. Jetzt weiß ich, Sie persönlich setzen sich ja auch sehr dafür ein, dass E-Mobilität eben mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Was glauben Sie, wie ist der Stand heute und wo müssen wir hinkommen? Gut, der Stand heute ist relativ überschaubar. Wir haben einen Drittelmix in etwa, was die Energien betrifft. Ein Drittel Kohlekraft, ein Drittel Atom und ein Drittel Erneuerbare. Gott sei Dank ist der Weg abzusehen, dass die Erneuerbaren mehr werden. Aber wir haben schon jetzt einen Vorteil mit dem Elektroauto. Auch im Drittelmix brauchen wir ungefähr die Hälfte der Emissionen gegenüber einem Verbrenner. Da haben Sie recht. Letztendlich haben wir aber ein Reichweitenproblem ja immer noch mit der E-Mobilität. Was glauben Sie, wie wird sich das in der Zukunft verändern? Oder haben Sie da vielleicht jetzt schon eine Perspektive, die Sie uns geben können? Das Reichweitenproblem hatten wir, das gibt es längst nicht mehr. Aha. Die Fahrzeuge entwickeln sich so rasant schnell. Ich nehme ein Beispiel, der Renault Zoe fuhr vor 3 Jahren, Modell 2013, noch 150 Kilometer realistisch. Das neue Modell hat doppelt so viel Akkuleistung an Bord und fährt damit 300 Kilometer. So entwickelt sich das, extrem rasant, aber nicht nur das, diese Debatte ist überflüssig. Denn wir haben in Deutschland von 45 Millionen Fahrzeugen insgesamt 11 Millionen Zweit- und Drittfahrzeuge unterwegs. Und die fahren im Durchschnitt am Tag 27,5 Kilometer. Man erkläre mir bitte das Reichweitenproblem. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Jetzt muss natürlich auch der Geldbeutel stimmen für ein Zweit- oder ein Drittauto. Also bei mir würde auch ein Zweitauto in Frage kommen als E-Mobil, weil ich sonst einfach zu viel fahre. Nur wie mache ich das denn? Ich brauche ja die ganze Infrastruktur. Also was können Sie mir denn da empfehlen? Wie soll ich da rangehen? Erstmal zu viel fahren ist keine Ausrede. Dafür gibt es Tesla und das rechnet sich unterm Strich. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte ist tatsächlich, wir brauchen Ladeinfrastruktur. Aber auch da wird sehr viel gesponnen. Am falschen Ende. Wir diskutieren immer die 100%-Debatte. Mir wäre es mal lieber, da anzufangen in der Realität, wo wir wirklich stehen. Und wir wissen, 80% der Ladevorgänge werden zu Hause stattfinden. Und wenn es dort nicht möglich ist, weil ich Mieter bin, dann sollte es beim Arbeitgeber stattfinden. Wir haben dafür gesorgt, dass es die rechtlichen Rahmenbedingungen hierfür gibt. Der Arbeitgeber muss keinen geldwerten Vorteil bezahlen und auch nicht der, der es nutzt. Das alles gibt es bereits. Man muss es nur wissen, man muss sich darum kümmern. Und Elektroautos sind nur von deutschen Herstellern teuer. Alles, was von woanders herkommt, da ist es längst nicht mehr so. So ein Renault Zoe, den kriegen Sie heute schon für 15.000 und gebraucht sicher auch mal für 10.000 Euro. Wenn ich jetzt mit so einem Auto unterwegs bin, ein Kollege von mir hat tatsächlich kürzlich mal den Test gemacht, der wollte von Frankfurt nach Fulda fahren, musste zwischendurch auch tanken, weil er eben die Heizung laufen hatte und dann kam er an eine Tankstelle, wo gerade ein anderes Auto eben an der E-Box tankte und musste erst warten, bis dieses Auto fertig war, bevor er sich andocken konnte und dann dauerte dieser ganze Ladevorgang sehr, sehr lang. Das ist tatsächlich ein Problem. Nein, das ist Deutschland. Aha. Wir hinken der gesamten Welt hinterher und auch unseren Nachbarländern. Das wird Ihnen in Holland nicht passieren, das wird Ihnen in Österreich nicht passieren, das wird Ihnen in Norwegen nicht passieren. Das passiert in Deutschland, weil wir es verschlafen haben. Ganz simpel und einfach verschlafen. Aber dann ist es für mich ja doch ein Problem, weil ich lebe in Deutschland. Wenn Sie Ihre Fahrtroute entsprechend Ihrer Vorgabe im Auto beachten, dürfte es kein Problem sein. Es kommt ja auch immer darauf an, wie nutzig das Auto ist. Man muss schon ein bisschen das Nutzerverhalten mit anschauen, im Moment noch. Ja. Definitiv ist das nicht, zum Beispiel auch wieder gar kein Problem, wenn Sie mit dem Tesla unterwegs sind. Da können Sie durch ganz Europa tuckern, egal in welche Richtung, da sind die Supercharger da. Da steht sogar im Display, ist er frei oder ist er nicht frei. Mhm. Und da laden Sie, je nachdem, wie Sie sich selber sich wünschen, 20 Minuten, 40 Minuten. Und wenn Sie sagen, okay, dann mache ich eine längere Pause, dann halt mal 50 Minuten. Mir ist es schon öfters mal mit meinem eigenen Tesla passiert, dass ich von meinem Handy ermahnt wurde, mein Auto wäre geladen und ich war noch mit dem Essen nicht fertig oder mit meinem Kaffee. Ehrlich? Ja, so ist es. Ja, genau.
Connectivity sozusagen. So ist es. Ja? Um das geht es nämlich. Wir müssen wesentlich mehr ineinandergreifend denken und über den Tellerrand rausschauen. Da müssen alle Player am Tisch. Da muss der Energieversorger mit am Tisch, da muss die Industrie mit am Tisch, da muss die intelligente Kommunikationstechnologie in Form von einem Telekom oder wie auch immer die heißen. Alle die müssen da ran. Google und andere haben das längst erkannt und machen das auch. Ja. Also ist das hier für Sie eigentlich die perfekte Messe, kann man sagen? Die ist auch von uns ein bisschen mit angestoßen. Aha. Als ich vor ein paar Jahren von der CES aus Las Vegas kam, habe ich hier zur Messe gesagt, Mensch Leute, das ist das neue Betätigungsfeld, das ist die Messe der Zukunft. Eine IAA wird es in 10 Jahren nicht mehr geben, das ist meine persönliche Überzeugung. Das ist eine Oldtimer-Messe, die ist ein Auslaufmodell. Das ist die Messe der Zukunft, die fängt hier jetzt ganz klein an. Das ist in 10 Jahren die große Nummer. Also da sind wir doch sehr gespannt und 100%. Bleiben da natürlich am Ball. Ich würde ganz gerne mit Ihnen noch mal so ein paar einzelne Punkte aufgreifen, die Player, die da zusammenspielen müssen. Wäre es vielleicht auch eine Überlegung, dass man sich überlegt, die Akkuleistung, also die Batterie eines E-Mobils zu verändern, dass vielleicht die Ladekapazität größer wird? Ich habe kürzlich mit einem Kollegen gesprochen von E-Mobile, hinten mit 4E geschrieben. Und er sagte, man hat jetzt einen Weg gefunden, in die Batterie Asphalt einzufüllen, um die Ionen besser miteinander zu verbinden, um eine höhere Ladekapazität zu haben. Ist das sinnvoll und funktioniert das? Es gibt ungefähr, über den Daumen gepeilt, 50 bis 100 Innovationen, die im Moment auf uns einprasseln, aus der ganzen Welt. Ja. Das erhöht den Druck im Kessel enorm. Und es gibt witzigerweise in unserem benachbarten Österreich ein ganz junges Unternehmen, die Firma Kreisel, die ein System entwickelt haben, wo du plötzlich um 40% schneller den Akku laden kannst, nur mit einem ausgepufften, raffinierten Kühlsystem. Und verraten die das denn? Also kann man das, dort gibt sich die deutsche Automobilindustrie gerade die Klinke in die Hand. Mhm. Das ist eben das Spannende dran. Ja. Und das ist nicht längst Ende der Fahnenstange. Ich war gerade in Boston, da gibt es ein junges Start-up-Unternehmen. Die haben mir mal so ganz cool erzählt, dass in 2 Jahren ein Akku von denen kommt, den du komplett kompostieren kannst. Mit der gleichen Leistungsdichte, wie wir jetzt haben. Mhm. Ich weiß nicht, wie es physikalisch funktioniert. Ja. Ich bin kein Physiker. Aber Fakt ist, die ganze Welt entwickelt am Akku. Und die Fortschritte, die dir macht derzeit, haben dafür gesorgt, dass es eindeutig die Nummer 1 sein wird, was individuelle Mobilität betrifft in der Zukunft. Aber jetzt müssen Sie mir mal sagen, warum teilt Österreich sein Wissen nicht? Doch. Tun Sie? Ja, ja. Okay. Selbstverständlich. Nur, die möchten natürlich ein Geschäftsmodell draus machen. Ja, klar. Das ist im ureigensten Interesse. Aber selbstverständlich kann man das adaptieren. Haben einige schon adaptiert. Mhm. Wie gesagt, da wird nicht nur erzählt, sondern da werden auch Projekte umgesetzt. Also die Hypermotion für Sie, die Messe der Zukunft, E-Mobilität auf dem Vormarsch. Wenn wir jetzt vielleicht mal 2, 3 Jahre in die Zukunft blicken, wie wird sich der Prozentsatz der E-Mobile in unserer Gesellschaft in Deutschland verändert haben? Was glauben Sie? Na gut, es gibt ja das hehre Ziel der Vorgängerregierung, welches es dann auch immer sein wird, wissen wir weiß man ja nicht. Wissen wir ja nicht mehr. Genau. 1 Million Elektrofahrzeuge bis 2020 an den Start zu bringen. Da sind aber Plug-in-Hybride und Range Extender mit dabei. Wir denken, dass es im rein elektrischen Betrieb bis 2020 in Deutschland 400.000 bis 500.000 Autos sein werden. Das ist nicht unsere Zahl alleine, da ist das Fraunhofer-Institut ungefähr auf dem gleichen Weg oder auch McKinsey. Insgesamt werden wir aber die Million schaffen durch diese Range Extender und Plug-in-Hybride. Nur dann werden wir eine extrem stark ansteigende Kurve erleben. Denn jeder, der E-Mobilität einmal erlebt hat, aus dem Elektroauto ausgestiegen ist oder ganz simpel vom E-Bike abgestiegen ist, der hat nicht geweint, sondern ein breites Grinsen im Gesicht. Und die Leistungsentfaltung ist einfach gigantisch, ganz nebenbei zu dem, dass man der Natur und der Umgebung und der Zukunft und unseren Kindern auch was Gutes tut. Jetzt haben Sie die Messe natürlich heute auch schon erlebt. Sie ist ja überschaubar, darf man sagen. Ja. Glauben Sie, dass wichtige Player fehlen oder sagen Sie, das ist genau erstmal das richtige Paket für den Anfang und wir schnüren weiter und holen weitere Module dazu? Wie schätzen Sie das ein? Genau so muss es funktionieren, wie Sie es eben beschrieben haben. Nur es darf nicht alle 2 Jahre stattfinden, wie andere Messen. Das muss jedes Jahr, eigentlich theoretisch jedes halbe Jahr stattfinden, aber nehmen wir mal vernünftig 1 Jahr, weil die Entwicklungen so rasant sind. Ich nehme hin und wieder gerne mal mein Smartphone raus und erkläre, dass vor 10 Jahren das mal angefangen hat. Ja. Und 10 Jahre, denken viele, ist eine lange Zeit. Ja. Es gibt einen Lars Thompson, einen Zukunftsforscher, der rechnet nicht mehr in Jahren, der rechnet in Wochen. Ja. Und genau das ist der richtige Ansatz. Und deswegen ist das hier auch jetzt der richtige Beginn zur richtigen Zeit. Und jetzt muss es alle Jahre wachsen und
Der Termin für 2018 steht schon für die Hypermotion. Muss er ja. Ja, das, klar. Also tut er tatsächlich ja, schon. Selbstverständlich. Keine Zwei-Jahres-Messe, sondern eine jährliche Messe. Und wir sind sehr gespannt, wie die Hypermotion in Zukunft wachsen wird. Und das werden wir für Sie selbstverständlich jederzeit begleiten. Vielen herzlichen Dank, Kurt Siegel, für das sehr, sehr informative Gespräch.